Und ich begrüße dazu jetzt in unserem Interviewstudio Ursula Wiedermann-Schmidt, Professorin für Impfstoffkunde an der MedUni Wien und Vorsitzende des Nationalen Impfgremiums im Gesundheitsministerium. Guten Abend. Guten Abend. Frau Professor, beginnen wir gleich mit den Bildern aus Großbritannien und mit einer ganz laienhaften Frage. Ist es nicht gefährlich, einen ganz neuen Impfstoff erstmals an einer 90-Jährigen auszuprobieren? Dazu muss man sagen, dass die Zulassungsstudien verschiedene Altersgruppen inkludiert haben und unter anderem auch die Gruppe der 70-Jährigen und älter, um genau die Daten zu erlangen, ob in dieser Altersgruppe, die am meisten gefährdet ist, die schwersten Verläufe zeigt und auch am höchsten gefährdet ist zu sterben, dass auch in dieser Altersgruppe der Impfstoff die entsprechende Wirksamkeit und Sicherheit bietet. Und diese Daten sind in den Zulassungsstudien inkludiert. Dass in Großbritannien seit heute geimpft wird, heißt das, dass auch in Österreich demnächst mit Impfungen begonnen wird? Österreich ist insofern wie die anderen europäischen Länder abhängig von der europäischen Zulassung. Wie Sie am Anfang schon gesagt haben, hat Großbritannien hier eine nationale Zulassung herausgegeben, die eine Notfallszulassung ist. Österreich hat von Anfang an gesagt, dass sie gemeinsam mit der EU das reguläre Verfahren sozusagen mittragen wird. Und das bedeutet natürlich, dass einmal zuerst die Zulassung, die europäische, vorliegen muss, bevor überhaupt ein Impfstoff importiert werden kann und dann auch die entsprechenden Impfungen durchgeführt werden können. Wann rechnen Sie denn mit dieser EU-Zulassung? So viel wir wissen, wenn alles gut geht und wenn die Prüfungen entsprechend gut verlaufen, dann rechnet man mit einer Zulassung Ende des Jahres. Jetzt muss ja dieser Impfstoff von Pfizer, über den wir da sprechen und der da möglichst schnell zugelassen wird, bei minus 70 Grad gelagert werden. Das kann ja eine Hausärztin oder ein Hausarzt gar nicht. Wie kommt man denn dann in der Praxis ab Jänner zu einer Impfung? Das wird sicherlich so sein, dass es ein sogenanntes Priorisierungsstrategie für Österreich gibt. Im Übrigen machen das auch sehr viele andere europäische Länder, eben in Abhängigkeit davon, dass einerseits am Anfang nicht damit zu rechnen ist, dass wirklich ein Impfstoff für alle Personen verfügbar sein wird und auf der anderen Seite, dass das erste Produkt ist, das eben eine besondere Lagerung benötigt. Daraus ergibt sich die Strategie, dass man hier eher zentralisierter vorgehen wird müssen, was die Impfungen betrifft. Das bedeutet, dass entweder Impfstraßen aufgemacht werden oder dass mobile Impfteams dann in zum Beispiel Altenheime gehen und die Impfungen durchführen. Und erst dann, wenn es andere Impfstoffe gibt, zugelassene Impfstoffe, die nicht so schwierige Lagerungsbedingungen benötigen, ist eher gedacht, dass auch die Impfungen im niedergelassenen Bereich durchgeführt werden können. Das heißt, wir haben eine Art Stufenaufplan in Österreich oder eine Priorisierung in Österreich und da wird sukzessive sozusagen dann eine Gruppe nach der anderen geimpft werden, bis es dann tatsächlich zu einer breiten Anwendung in der Bevölkerung kommt. Das heißt, ein gesunder 30-, 40-Jähriger, der jetzt nicht in einem Pflegeheim oder im Spital arbeitet, kann sich nicht im Jänner schon impfen lassen. Wann ist der dann dran? Vorgesehen, wie gesagt, sind die sogenannten Gruppen, die Hochrisikogruppen, das heißt die Gruppen, die am schwersten erkranken können und die Personen, die besonders exponiert sind. Das heißt also die älteren Personen, die Personen im Pflege- und im Gesundheitsbereich. Und dann wird es eine weitere Staffelung geben. Ich gehe davon aus, dass der gesunde, junge Mensch dann sicherlich erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres zu einer Impfung kommen wird. Jetzt haben viele Menschen die Sorge, dass ja noch nie ein Impfstoff so schnell entwickelt wurde. Normalerweise dauert das Jahre, viele Jahre, diesmal wenige Monate. Wie sicher kann so ein Impfstoff tatsächlich sein? Das eine wichtige Sache zu unterscheiden. Ich meine, das eine ist, wie gesagt, die Entwicklung des Impfstoffes per se. Da ist der Teil der Entwicklung, dass überhaupt ein Produkt in die klinische Testung kommen konnte, auf der Basis von Impfstoffplattformen erfolgt. Das heißt, man hat hier sehr viel Zeit gewonnen, um so ein Konstrukt überhaupt zu gestalten. Das ist üblicherweise bei anderen Impfstoffen oft nicht der Fall, dass man auf solche Impfstoffplattformen schon zurückgreifen kann. Und auf der anderen Seite hat es eine extreme Beschleunigung der Prozesse gegeben im Ablauf dieser Zulassungsverfahren. Zum einen hat man hier ein sogenanntes, man nennt es ein Rolling Review, also dass die Firmen kontinuierlich ihre Daten eingeben können den Zulassungsbehörden und hier eine extreme Verbesserung und Verschnellerung der Prozesse erreichen können. Wo man aber nicht gespart hat, ist sicherlich in der Testung, was Sicherheit und Wirksamkeit betrifft. Also das wird oft falsch verstanden.
oder in einen Topf geworfen. Das ist wichtig zu sagen, dass hier die Schnelligkeit nicht auf Kosten von Wirksamkeit und Sicherheitsdaten gegangen ist. Und jetzt trotzdem wird ein Impfstoff offensichtlich auch in Europa zugelassen, von dem man einiges nicht weiß. Zum Beispiel weiß man, wenn ich das richtig verstehe, bis jetzt nicht, ob er nur gegen die Krankheit hilft, also dass man sich selber ansteckt, oder auch, dass man die Krankheit, das Virus weitergibt. Mhm. Und man weiß auch nicht, wie lange dieser Schutz überhaupt hält, oder? Das ist richtig. Ganz prinzipiell ist es, muss man sagen, dass es viele Impfstoffe gibt, die die eine oder andere Qualität haben können. Wir haben verschiedene Impfstoffe, die primär dazu da sind, um vor der Erkrankung und vor einem Schweregrad der Erkrankung zu schützen. Und es gibt Impfstoffe, die beides können, die Infektion zu verhindern. Wir sprechen davon einer sterilen Immunität und die Erkrankung zu verhindern. Hier ist es jetzt so, dass man Augenmerk gelegt hat bei den Zulassungsstudien, um zu zeigen, dass die Erkrankung verhindert werden kann oder der Schweregrad. Die Daten, die dann sich damit beschäftigen, ob auch tatsächlich eine Infektion völlig verhindert wird und damit auch das Weitertragen der Infektion, werden folgen. Und es werden auch verschiedene andere Impfstoffe die Zulassung erhalten, die diese Kriterien vielleicht erfüllen. Aber das ist sozusagen am Anfang nicht das primäre Ziel, sondern das primäre Ziel ist wirklich, dass man die Personen, die schwer kranken können und besonders gefährdet sind, auch schützen kann. Wir haben vorhin in dem Beitrag noch von der Studie aus Innsbruck gehört, dass Menschen, die schon mit Corona infiziert waren, offenbar ziemlich lange und stabil immun sind. Die wird man dann nicht impfen, nehme ich an. Prinzipiell ist angedacht, dass die Personen, die eine Infektion durchgemacht hat und auch nachweislich eine Immunität entwickelt haben, dass die nicht zu der Gruppe gehören, die vorrangig geimpft werden. Aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, spricht nichts dagegen, dass Personen, wenn sie eine Immunität durch eine Infektion erreicht haben, nicht trotzdem geimpft werden können. Aber aufgrund der Knappheit des Impfstoffes wird man hier eine ziemlich genaue Priorisierung vornehmen müssen. Offizielles Ziel der Regierung ist, hat der Gesundheitsminister gesagt, dass sich 50% der Bevölkerung impfen lassen, noch mehr wäre noch besser. Aber wenn man sich jetzt die schwache Beteiligung an den Massentests anschaut in den letzten Tagen, ist es wirklich realistisch, dass sich viel mehr Menschen impfen lassen, als sich testen lassen? Also ich denke, das wird sehr wichtig sein, dass hier begleitende Informationsmaßnahmen erfolgen, dass die Leute die Möglichkeit haben, auch Fragen zu stellen. Auch es gibt solche sogenannten FAQs, also dass man Fragen-Antworten bekommt über das Ministerium, damit ganz einfach die Leute sicherer sind und ihre Informationen erhalten können. Auch die Ärzteschaft und das gesamte Gesundheitspersonal ist hier gefordert, die entsprechenden Informationen zu liefern. Und natürlich ist es ideal, je mehr Leute sich impfen lassen, desto besser kann man die Zirkulation des Virus reduzieren. Keine Frage, und das soll das Ziel sein. Nichtsdestotrotz, am Anfang sehe ich das hauptsächliche Ziel, dass man die Personen impft, die besonders gefährdet sind oder besonders exponiert sind. Und da gehe ich schon davon aus, auch aus meiner Praxis heraus, habe ich sehr viel zu tun mit Risikopatienten, mit älteren Personen, dass die wirklich gerne impfen möchten und auch die Personen, die im Gesundheitswesen sind und da Tag ein, Tag aus sozusagen hier die schweren Fälle sehen, dass auch diese Personen sich gerne impfen lassen. Herr Professor Wiedemann-Schmidt, vielen Dank für das Gespräch und für den Besuch im Studio. Sehr gerne, danke vielmals.